Und natürlich mal wieder die abnormal spannendste Musik, die wir hier auf der Playlist haben. Ziemlich laut auch gerade. Ich muss das gleich mal ein bisschen fixen. So, dankeschön. Wir brauchen aber trotzdem viel mehr. Wir haben echt kein Knochenmehl mehr, ne? Da ist zwar noch eine weiße Wolle, aber die weiße Wolle... Wobei, die können die ja auch mitnehmen. Aber ich glaube, das ändert sowieso am Grundproblem quasi nichts. Ich bin hier gerade am mit der Musik gucken. Moment. Warum? So. So wird da ein Schuh draus. Gehen wir erstmal schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen. So. Dann wollen wir mal wieder ein paar Schafen an die Wäsche. Hier ist ja wohl alles secure. Ich glaube, es geht los. Ich fühle mich hier meines Lebens nicht mehr sicher. Scheiße, da kann ich, glaube ich, rein, oder? Oh, Alter, ey. Lass mich zufrieden, Kollege Schweinsfuß hier. Schweinsfuß, ja. Ich brauche nur Dings, aber keinen Bums. Und ich brauche mehr weiße Wolle, Leute. Weiße Wolle, bitte. Streckt euch mal ein bisschen an. Das wäre sehr schön. Ja, danke. Komm her, du. Ich geb dir. Oder lieber doch nicht. Oder doch. Oder lieber doch nicht? Oder lieber doch? Oder doch nicht? Oder lieber doch? Ja, bis das irgendwann mal ins Auge geht, ne? Man kennt es ja. Hochmut kommt vor dem Fall oder so ähnlich. Helmut kommt vor dem Fall. Hm. Oh, wie er da rumgeistert, ey. Guckt ihn euch an. Hä? Scheusal. Scheusal. Sag mal, was machst du da eigentlich? Du nervst. Geh da raus jetzt. Ach ja, ist das nicht schön, so zwischen den ganzen Schafen. Ich weiß nicht, reicht das erstmal? Ich kann das so tun, als würde ich jetzt gehen. La la la, ich gehe hier raus. Dankeschön. Guck mich nicht so grimmig an. Kennt ihr das eigentlich, wenn man so irgendwie an irgendwas denken muss oder man irgendjemand erzählt irgendwas oder ihr habt selbst was erzählt und die anderen denken so, what the? Und aber ihr selbst habt so ein Grinsen, sowohl innerlich als auch äußerlich, dass ihr quasi, wenn ihr ein, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, ein 360-Grad-Grinsen hättet, das heißt einmal komplett im Kreis rum und man im Grunde genommen den Kopf auch abschrauben könnte. Ich habe das in letzter Zeit häufiger, dass ich dann so tierisch in mich reingrinsen muss. Wegen irgendwelcher Geschichten. So. Ach ja. Minecraft. Minecraft und diese schön beschauliche Musik. Ich mag das. Da finde ich immer meine innere Mitte, wenn das denn so heißt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine innere Mitte habe. Aber gefühlt, ja. Das Boot ist auch noch da, das ist auch sehr schön. Gib her. Ja, mhm.
gucken wir doch mal. Wir haben hier nur noch ein Weed. Das wird nicht reichen. Melonen, die können wir mal hier ablegen. Die Pfeile haben wir in der anderen Truhe. Okay, Sinn, dann kümmern wir uns kurz einmal um den Bambus. Was eigentlich ist Zuckerrohr, aber das ist ja auch egal. Ich nenne es, wie ich es möchte. Guck mal, Tintenfischballett. Sind gar keine Tintenfische. Doch, sind Tintenfische. Tintenfischballett. Ach, was ist das schön. Ja, ja. Musik lädt eben dazu ein, Dinge zu tun, die man ohne Musik nicht tun würde. So, die können wir eigentlich dann auf der anderen Seite nochmal wieder hinlegen. Ich habe neulich gehört, mein Inventar wäre zu voll. Das Ding ist aber, jedes Mal, wenn man irgendwas braucht, und sei es zum Beispiel ein Löffel für Senf oder so, dann hat man keinen Löffel dabei. Und dann ärgert man sich schwarz, grün und blau. Und das sind dann auf einmal so, wenn man das mischen würde, braune Farben. Und das ist dann nicht schön und ja. Oh, diese Musik. Sehr schön, wenn das Weizen mal ein bisschen wachsen würde. Heißt es eigentlich das Weizen oder der Weizen? Jetzt haben wir hier noch zwei Zuckerröhr. Röhrig, ich würde das lassen. Wir können eigentlich mal, das können wir mal Angriff nehmen. Doch, doch. Wie machen wir das? So machen wir das. 30. Die lassen wir mal hier. Das Brot können wir mal verknusen. Ohne Geräusche heute mal. Heute schmatze ich mal nicht so. So. Genau. Ich habe neulich nochmal Minecraft neu installiert, komplett. Und das Ding ist aber, aus einem mir unerklärlichen Grunde funktioniert das mit den ganzen Mods nicht. Achso, so ist falsch. So wird dann ein Buch draus. Also heißt, man kann sich die Mods installieren, wie man lustig ist. Das Problem ist aber, dass ich glaube, dass mein, das Mod Optifine mit der neuesten Version von Matmos nicht klarkommt und deswegen müsste ich theoretisch dann ohne Matmos spielen. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob man Matmos denn unbedingt braucht, aber ich sag einfach mal, ja, ich brauche das. Ich finde das einfach schön, wenn hier so ein bisschen Vogelgezwitscher ist. Ich kann dann immer nicht so ganz unterscheiden, ob das von mir hier aus dem Fenster kommt, ob ich das selber bin oder ob das von Minecraft kommt. Im Zweifelsfall dann immer von Minecraft, aber ich würde halt nicht drauf verzichten wollen. Und aus diesem Grund bleibe ich dann einfach noch bei dieser Version. Ich weiß nicht, wann Version 1.2.6 rauskommt. Ich glaube, das ist demnächst irgendwie. Snapshot ist ja schon seit ein paar Days draußen. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das dann hinkriegen. Vielleicht kriegen die Jungs das auch noch gebacken, dass sie da irgendwie das so gepatcht kriegen, dass das funktioniert. Das weiß ich ja nicht. Oh! Bist ja immer noch da. Ja. Mal im Auge behalten, würde ich sagen. So, du gehst auch mal gar nicht klar hier. Was soll das denn? Können wir den mal stutzen? Ich weiß nicht, ob wir das... Geht das so? Ich wurde übrigens gefragt, ob ich mit der 150. Folge nicht mal wieder die Map veröffentlichen könnte. Ich muss sagen, ich habe prinzipiell nichts dagegen. Ja, prinzipiell habe ich nichts dagegen. Das Ding ist nur, ich würde ungerne eine Map veröffentlichen, die noch so viele Baustellen hat, wie es zurzeit hier bei dieser Map der Fall ist. Und aus diesem Grunde. Und weil ich auch nicht denke, dass wir bis Folge 149 alle Baustellen beseitigt bekommen haben, würde ich halt doch eher einfach mal sagen, dass wir damit noch ein bisschen warten. Also, dass ich damit warte. Ihr habt ja eigentlich eh nicht so die Wahl. Na toll.
Ja. Das geht, ne? Dann machen wir hier nochmal ein kleines Fensterchen rein, würde ich sagen. Beziehungsweise zwei kleine Fensterchen. So und so. Oder mache ich noch in die Mitte ein? Wie ist denn das beim normalen Leuchtturm so? Geht das so? Geht so, ne? Naja, nicht schön, aber selten. Die lassen wir mal hier. Gibt's da noch irgendwas, was wir da nicht von brauchen? Das können wir hier mal mitnehmen. Und ich würde auf jeden Fall ganz gerne noch ein bisschen am an der Hafen City gleich noch ein bisschen weiterbauen. Aber es wird natürlich schon wieder Nacht. Wo ist das Schaf jetzt eigentlich hin? Ach. Haben wir noch ein paar Saplings dabei? Nö. Dann stolzieren wir mal nach Hause hier. Und ich lief, wie ich vorher noch nie gelaufen bin. Wie ich vorher noch nie lief. Ich bin eigentlich vorher noch nie gelaufen. Doch, ich bin schon gelaufen. Und das nicht erst einmal. Ist ja auch egal. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. So, hier haben wir nämlich die Pfeile. Und noch ein paar Saplings, aber die lasse ich mal hier. Wooden Stairs. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Wooden Slabs. Damit wir das Haus vom Bürgermeister noch ein bisschen verfeinern können. Jedenfalls dachtechnisch. 21 wird nicht reichen. 33! Das könnte hinhauen. Dabadabadam. Ich gehe jetzt schlafen. Dabadabadam. So, und jetzt am nächsten Tag, denke ich mal, nehmen wir einfach mal all unseren Mut zusammen und stürmen nach draußen und sehen, dass wir nochmal auf die andere Seite kommen, da zu unserer Hafen City, um da halt noch ein kleines bisschen weiterzumachen. Beziehungsweise, ich merke gerade, wir haben sowieso, glaube ich, gar nicht mehr so viel Holz dabei. Da sollten wir vielleicht nochmal, huch, kurz ein paar... Was macht er denn da? Ich hab dich im Auge, Kollege, ich hab dich im Auge. Da sollten wir vielleicht nochmal den ein oder anderen Baum fällen, glaube ich, hier. Guck gerade erstmal, ob die Luft rein ist. Aber ich denke schon. Das ist die Kate ja gleich, ist ja alles egal. Die kann ich nicht mitnehmen. So viel Holz. Ich brauche mehr Holz. Ich habe da noch eine echt coole Idee, was wir noch bauen können. Da möchte ich aber eigentlich noch gar nicht so viel zu sagen jetzt. Deswegen behalte ich das nochmal für mich und tue einfach so, als hätte ich nichts gesagt. Versteht ihr, ne? Versteht ihr. Das finde ich gut. So, dann können wir hier nochmal ein paar Setzlinge versetzen. So. Und dann gehen wir jetzt mal zum Boot, weil wir haben genug Holz gesammelt. Wir nehmen nochmal den Kollegen mit, wenn er noch da ist, weil er wartet da so einsam, still und heimlich. Wo ist er denn hin? Nein! Ich wollte nur seinen Knochen haben. Kollege Dude? Kollegen, Dude. Wo sind sie? Ist weg. Schade. Naja, wahrscheinlich kommt er irgendwann aus irgendeinem Unterschlupf. Vielleicht dann, wenn wir gerade im Bett liegen oder so und überhaupt nicht damit rechnen. Wie so ein mieser, fieser, kleiner Halunke.